Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über den griechischen Geschichtsschreiber Herodot oder auch bekannt als der Vater der Geschichtsschreibung. Der Geschichtsschreiber Herodot wurde ca. 485 v. Chr. In Halikarnassos im Südwesten Kleinasiens geboren. Seine Mutter Dyro war griechischer Herkunft, während sein Vater karischer Herkunft war. Wegen eines missglückten Versuchs, den Tyrannen Legdamus zu stürzen, floh Herodot für kurze Zeit nach Samos, kehrte jedoch wenig später zurück und war beteiligt am endgültigen Sturz des Tyrannen. Kurz darauf verließ er wegen Differenzen mit Mitbürgern für immer seine Heimat. 444 v. Chr. War Herodot beteiligt bei der Gründung von Thurioi, wo er daraufhin kurzfristig lebte. Als er in Athen lebte, hielt er öffentliche Vorlesungen und bekam dafür ein großes Honorar. Das Jahr, in dem Herodot verstarb, ist genauso unklar wie sein Geburtsjahr. Herodot starb ca. 424 v. Chr. In Thurioi und erlebte somit noch die ersten Jahre des Peloponnesischen Krieges. Herodot hat mit seinen Historien die Anfänge der Geschichtsschreibung geprägt. In seinem berühmten Werk geht es um den Krieg zwischen Griechen und Persern im 5. Jahrhundert v. Chr. Die Auseinandersetzung hat eine lange Vorgeschichte mit mythischen Wurzeln. Sie mündet in zwei Kriege und endet schließlich mit einer Niederlage der Perser. 5 Bände lang erzählt Herodot vom Aufstieg des Perserreiches zur größten Macht der damaligen Welt. Griechische Stämme in Kleinasien werden unterworfen, dazu die Lyder, Babylonier, Ägypter und viele andere Völker. Niemand scheint den Perserkönig Darius stoppen zu können, als er auch noch das griechische Festland in seine Macht bringen will. Erst mit der berühmten Schlacht bei Marathon von Herodot im 6. Band erzählt, wendet sich das Blatt. Die Perser werden erstmals von den Athenern besiegt, doch Darius und sein Nachfolger Xerxes geben noch nicht auf. Die westliche und die östliche Welt treffen in weiteren Schlachten aufeinander, bis sich die griechischen Bundesgenossen endgültig durchsetzen. Mit diesem historischen Sieg endet der groß angelegte Bericht des Herodot. Wer sich für die antike Geschichte, und zwar nicht nur für Schlachten und Feldzüge, sondern auch für die vielfältigen Sitten der Völker interessiert, erfährt sie hier aus erster Hand. Herodot aus Halikarnassos veröffentlicht hiermit seine Forschung, auf dass die menschlichen Werke bei der Nachwelt nicht in Vergessenheit geraten und damit große und wunderbare Taten der Griechen und der Barbaren nicht ohne Gedenken bleiben. Vor allem aber soll man erfahren, warum sie gegeneinander zum Kriege schritten. Herodots Geschichten handeln von den Sitten, aber auch den blutrünstigen Taten der alten Völker, wozu Menschenraub und Kannibalismus ebenso wie Knabenliebe und die Unterdrückung der Frauen gehörten. Herodot gehört zu den Klassikern der griechischen Literatur, zu ihren ernstesten und schwierigsten Autoren, trotz oder gerade wegen seiner scheinbaren Leichtigkeit. Herodots Werk birgt in sich verhaltene Größe, Leiden und Leidenschaft, Welterfahrung und tiefe Klugheit. Wichtig zu erwähnen bleibt jedoch, dass Herodot nicht zwischen Mythos und Geschichte unterscheidet. Um Herodots Historien und sein Wissen nachzuvollziehen, müssen wir uns einmal die geografische Darstellung des Weltbildes ansehen. Wie man hier auf der Karte erkennt, sehen wir die Weltvorstellung Herodots bzw. das Weltbild von damals. Vieles formte Herodot allerdings um bzw. neu in der Weltkarte, wie man hier erkennen kann. Für Herodot gab es nur zwei Kontinente, nämlich Europa und Asien. Libyen zählte er zu Asien. Daher erklärt sich diese Dreiteilung der Welt. Die Grenzwege sind meist durch Wasserwege miteinander verschmolzen. Laut Herodot sei das menschliche Leben allgemein von einem Plan Gottes veranlagt. Daher erklärt sich auch Herodots religiöse Weltvorstellung. Gottheit sei für Herodot auch die Gabe, eine gleichmäßige Ordnung in der Natur und Welt zu verteilen. Das Abbild der damaligen Welt gaben Herodot reichlich Input für seine Historien und Geschichtsschreibung. Herodot hinterließ durch seine faszinierenden Erzählungen von der Welt viel Staunen bei seinem Publikum. Abgebildet hier die Edition von Herodots Historien. Die Historien sind bis heute eine der Hauptquellen für Historiker und Altertumsforscher.
Herodot nutzte viele Quellen wie Inschriften und Abbildungen, aber auch mündliche Berichte, um seine Schilderungen zu versifizieren. Zum Schluss des Videos möchten wir euch noch einige Tipps und Anregungen im Zusammenhang mit dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot geben. Für das Studium wäre es sicherlich interessant, sich mit den interkulturellen und religiösen Dissonanzen auseinanderzusetzen. Des Weiteren könnte man sich auch mit dem Aspekt auseinandersetzen, dass Herodot nicht zwischen Geschichte und Mythos unterschied. Außerdem wäre die nähere Betrachtung interessant, ob Herodot wirklich als Vater der Geschichtsschreibung betitelt werden kann. Für den Schulunterricht ist eine Betrachtung der verschiedenen Völker und Sitten sicherlich interessant. Die Missverständnisse und Vorurteile, welche hierbei aufkommen, könnten thematisiert werden. Auch die Funktion der Geschichtsschreibung könnte näher behandelt werden. Und der Aspekt bzw. die Thematik zwischen Mythos und Geschichte könnte gut im Schulunterricht behandelt werden. Wir hoffen, dass euch das Video zum griechischen Geschichtsschreiber Herodot gefallen hat. Vielen Dank und auf Wiedersehen.